wie ist das Ganze denn aus eurer Sicht aufgebaut? Was wird dem Kunden hier angeboten? Und um was geht es denn im Konkreten in dem Projekt hier an der Stelle? Genau, es geht um den Kunden Stadtverkehr Detmold. Die haben eine Mobilitätsplattform von uns bekommen, bei sich eingebunden in die Webseite. Mobilitätsplattform bedeutet letztendlich, dass ein Webtool, ein Tool, wo man eigentlich alle möglichen Mobilitätsangebote darstellen kann und für die Bürger sichtbar machen kann. Das ist Ziel dieser Plattform, dass ich auf einer Seite alles Mögliche sehen kann rund um das Thema Mobilität. Und Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist einfach, die nachhaltige Mobilität soll gefördert werden. Das steckt dahinter und ich kann nachher auch ein bisschen erklären, wie diese Plattform an sich funktioniert, aber man kann im Prinzip alle möglichen Parkflächen kann man sehen, man kann Ladesäulen sehen, man kann sehen, wo sind Verkehrsbehinderungen. Man kann aber auch Routings machen über verschiedene Verkehrsmittel. Ja, ich kann mich von A nach B routen lassen, kann gucken, wie komme ich da am besten hin. Habe dann einen Verkehrsmittelvergleich, Auto, Bahn, Fernbus, Nahverkehr, wie auch immer, also auch auf Fahrrad oder kann alle möglichen Verkehrsmittel vergleichen und kriege auch eine CO2-Bilanz. Ja, die Idee ist einfach, dass die Bürger sehen sollen, wie kann ich mich da bewegen und wie sieht die Mobilität auch vor Ort aus, wo stehen vielleicht auch gerade freie Fahrzeuge, Sharing-Fahrzeuge, also es ist ja schon sehr, sehr viel integriert.